Können Nasenpopel der Polizei helfen? Die Antwort: unbedingt. Vor allem, wenn es um Bankraub geht. Bankräuber neigen nämlich dazu, sich nach dem Überfall die Nase zu schneuzen und das Taschentuch dann im Fluchtwagen liegen zu lassen. Die Räuber tragen bei ihren Überfällen nämlich oft dicke Skimasken, unter denen sich der Rotz ansammelt. Denn die Nase produziert unter dicken Stoffen und in einem psychischen Ausnahmezustand, wie bei einem Banküberfall, deutlich mehr Nasensekret. Und das muss raus. Auch Fluchtwagenfahrer hinterlassen unübersehbare Spuren. Viele von ihnen bohren beim Warten auf die Spießgesellen ausgiebig in der Nase und fassen dann das Lenkrad an. Wegen all dieser Nasenprobleme findet die Polizei später kübelweise Täter-DNA im Fluchtauto und kann die Räuber so überführen.